Hey Leute, was geht? Hier ist Julius und herzlich willkommen zu einer weiteren R9 to Glory Folge auf meinem Kanal. Heute gibt es die Weekend League bis zum letzten Spiel plus die Rewards und wir starten in die Episode mit einem 82 Plus Pack und damit starten wir in die Episode definitiv mit einem richtigen Brett. Kann ich mir nicht anders vorstellen. Wir stehen aktuell 5:0 auf der RTG, also super nice. Haben hier sogar ein Brett am Start und das ist Çalhanoğlu, eine 84er Karte. Den nehme ich mit, das ist ganz okay. Und dann würde ich sagen, gehen wir auch direkt rein wieder in die Weekend League. Wenn euch die heutige Folge auch wieder gefällt, lasst ein Like da, abonniert meinen Kanal, um keine Videos mehr zu verpassen. Ich zeige euch natürlich noch ganz kurz mein Team, weil ich persönlich finde es immer super wichtig in so RTG-Videos, dass man oft sein Team zeigt, damit die Leute auf dem aktuellsten Stand sind. Das ist mein RTG-Team. Füllkrug, absolut am Rasieren. Ich werde in die Weekend League durchzocken. Nächste Woche zocken wir vielleicht mal mit Torres. Und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt rein in die Wochenendliga. Let's go! So, nächstes Game. Donnarumma. Ja, Valverde, Mané, Nkunku, Mbappé. Oh, Kacke. Da war viel mehr drin. Oh, bringt er den stark. Ich wollte auf Fonsi spielen. Das ist aber gar kein Abseits. Let's go, Usman Dembélé 1-0. Boah, hast du es gut gespielt und du kannst den eigentlich gar nicht daneben schießen. Digga, das ist ja der Wahnsinn. Bruder, ich könnte hier 2-3-0 führen, wenn ich nicht so geistkrank gelost wäre. Jetzt macht er ihn. Digga, Usman Dembélé, ich hab so einen Hals auf dich, wirklich. Scheiße. Och nee, Digga, Mann. Das ist so gestört unverdient. Digga, das war der beste Pass meines Lebens. Jetzt bring ihn auf Füllkrug. Der kommt wunderschön. Lässt er sich nicht nehmen. Lücke. 3-1. Pause wird angemeldet. Und wir stehen 8:0 auf der RTG. Boom, wir stehen 11:0 auf entspannt und darauf hole ich mir jetzt erstmal eine Pulle wieder, Welt. Ah, das ist es doch. Wir stehen 11:0, da gibt es erstmal einen Schluck Vita Welt. Ah, köstlich. Okay, nächster Gegner, roter Donnarumma. Oh, oh. Ah, Digga. Was war das denn? Heute würde ich mal die 16 eigentlich jetzt schon anpeilen. Aber der Gegner ist wirklich hardcore-spitzig. Er tunnelt mich, er rasiert mich des Grauens. Vita Welt. Boah, der hat schon wieder so heftig gemoved, dass der dann reingeht. Das ist halt Quatsch eigentlich. Boah, macht er gut. Macht er sehr, sehr gut. So, nach 11 Siegen, die erste absolut verdiente Niederlage, kann ich mit leben. Lieber so, als irgendwie so ein unglückliches Ding. Aber ist noch alles drin. Mein ursprüngliches Ziel waren ja 14 Siege, deswegen gehen wir mal lieber jetzt auf 16 Siege. Schauen wir mal, ob es klappt. Aber 14 wäre auch schon genial. Kessié 1-0, willkommen zum nächsten Spiel übrigens. Digga, was sehe ich hier? Mann, immer diese Sch. Oh mein Gott, oh mein Gott, bitte nicht noch so ein Ding. Ich kann das nicht. Jetzt geht's los mit der ganzen Rotze. Wir stehen 11:0, jetzt kriegen wir alles in die... Ja. Oh, wichtig und richtig. Let's go! Digga! Wie kriegt man den nicht rein? Wie? Erklär's mir. Ja, let's go. Wichtig und richtig. Fernando Torres. Super Sub ist am Start. Okay, let's go. Wir stehen 12:1. So, bin ich immer noch zufrieden mit, mein Freund. Oh oh. Oh oh. Galatasaray-Wappen. Wir gehen rein ins nächste Spiel. Alisson, Van Dijk, Tomori, Hernandez, Casemiro, De Bruyne, Drogba, Ronaldo. Eklig. Perfekter Start. Let's go.
Vini, let's go, richtig, richtig. Oh mein Gott. Oh, stark, Junge. R9 und Lücke mal wieder am Kombinieren. Wie rennt der da durch? Oh mein Gott, war das Tackling geil. Nein. Mann. Okay, ich spiele schon sehr eklig auf Ballbesitz. Alles gut, so muss. Oh, vamos, Ramos. Let's go, das ist es. Wir stehen 13 zu 1. Okay, let's go, Männer. Wir stehen 16-1. Ich probiere noch die 18 Siege einzutüten. Oder halt im besten Fall die 19. Wer weiß. Wir geben alles. Das war doch 10 Meter abseits. Hä? Was sehe ich hier? Schade. 19 Siege werden es damit schon mal nicht mehr. 16-2. Aber wir gehen trotzdem noch auf die 18. Alles gut. Niemals spielen wir jetzt gegen jemanden, der so heißt. Oh nein, 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 nein. Let's go, Lücke, Füllkrug, da bist du doch. Oh, let's go, 17 Siege und da bin ich ehrlich richtig stolz gerade auf mich. 17 Siege ist schon echt krass, Alter, also jetzt mal no joke. War aber ein böser Schwitzer, wirklich. Aber ich kann nicht gegen was denn großer verlieren, Alter, was denn? Ich trinke hier Vita-Wait. Also wirklich, dann will mir was denn großer den Sieg nehmen, das geht nicht. Okay, let's go. Wir gehen rein in unser letztes Spiel. Holen wir uns Rang 2, 18 Siege gegen Bunu. Campbell, Renato ist ein starkes RTG-Team. Ah, könnte so ein richtig ekliger E-Sportler Schwitz auf seinem zweiten Account sein. Wer weiß, wer weiß. Ah, alles gut. Oh, macht der clever, macht der stark. Füllkrug 1-0. We move. Nein. Boah, direkt die Antwort. Wie kann der sich gegen Cassie durchsetzen, Alter? Digga, ich wusste, dass er das macht. Oh mein Gott. Gegner sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Füllkrug. Cool geblieben. 2-2, wir wechseln. Fernando Torres, Alter. 3-2. Wir gewinnen das letzte Spiel und holen ein 18 zu 2 auf der R9 to Glory. Ich habe nicht mal 16 Siege letztes Jahr geschafft. Es ist der absolute Wahnsinn. Rang 2 auf der RTG. So, wir öffnen die Dinger. 39% oder 31% denken, ich ziehe Neymar hier auf Twitch. Glaube ich jetzt nicht. Vlahovic im ersten ist okay. Ich gehe rein in den dritten und dribbel damit EA aus. Leider nicht. David Soria oder soll ich David nehmen? Ich werde ihn nicht spielen. Ich glaube, ich nehme trotzdem David. Und dann gehen wir rein ins zweite. Neymar in 3-2. Nochmal Vlahovic. Bruder, was ist das denn? Vlahovic und werde den einen abstoßen und dann eventuell fürs Hero Pack den anderen wiederholen. Okay, let's go. Wir gehen rein in die Tradable Packs. Wir starten mit den beiden 125k Packs. Saftig. Walkout im ersten ist schon mal nice. Spanischer Walkout, Torhüter. Das müsste ein 87er David De Gea sein, womit ich erstmal zufrieden bin, weil man in solchen Packs auch absolut rasiert werden kann. Deswegen 87er De Gea nehme ich erstmal mit. Dahinter ist nämlich auch ein Rule Breaker. Nee, aber noch Mondi, das ist nice. Konaté, ich weiß nicht, die kosten wahrscheinlich alle nichts mehr. Aber zwei Walkouts im Ohoho, let's go! Usman Dembele ist am Start. Digga, das Pack hat gegönnt des Todes. Über 50.000 Münzen nochmal rein. Alter, wir werden nach der Folge so viele Coins haben. Wir können uns easy das Hero Pack gönnen, wenn es rauskommt. Und noch ein bisschen was anderes. Überragend, wir gehen rein ins zweite Inform Walkout. Neymar, Spahn.
Italien. Torhüter, das ist dieser David Soria. Ist okay, den werden wir auch gleich zweimal aus den, Inform-Packs ziehen wahrscheinlich. Wir gehen rein und dahinter ist auch sehr stabil. Zwei Informs, Kevin Trapp, Mason Mount, Carvajal. Und dann beenden wir unsere Rewards und das Video mit den zwei Inform-Packs. Wir werden so gut Coins machen, das steht schon fest. Im ersten haben wir schon mal keinen Walkout. Let's go. David, der wird nichts kosten, auch wenn er okay ist. Luis Gustavo. Ey, wirklich. Super Sache. Kann ich direkt abstoßen. Ja, egal. Ich stoße alle ab. Was soll's. Und dann gehen wir jetzt rein ins zweite Pack. Komm, gönn jetzt. Neymar auf ganz entspannt. Das wird ein Walkout in Form. Spanien. Ich hab's eben selbst predicted. Ich bin noch der letzte Hänger. Aber dahinter ist noch Joe Gomez. Dahinter ist noch Joe Gomez. Leider nicht. Egal, Freunde. War ein super geiles Video. Meine beste Weekend League aller Zeiten. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Abonniert meinen Kanal, um keine Videos mehr zu verpassen. Morgen geht's weiter mit dem nächsten Video. Macht's dann gut. Haut rein und ciao. Checkt hier noch ein aktuelles Video ab. Macht's gut.